Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum zu X Minuten mit Avatar, der Herr der Elemente. Und damit sollte es auch klar sein, dass ich mich in den nächsten Minuten mit der deutschen Synchronisation dieser Zeichentrickserie, sagen wir mal, auseinandersetzen werde. Also nicht, dass ihr euch da wundert, dass ich die Dinge nicht wie im Englischen ausspreche. Das liegt einfach daran, dass ich ganz gerne der deutschen Synchronisation die Chance gebe. Denn ehrlich gesagt, die arbeiten teilweise unter sehr, sehr großem Druck heutzutage und die Arbeit sollte auch gewürdigt werden. Und besonders für Leute, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, sollte das auch, sagen wir mal, ja, unterstützt werden, denn die Leute, ja, bevorzugen dementsprechend die deutsche Synchronisation, weil sie ja die englische nicht verstehen. Und nach diesem holprigen Anfang, würde ich sagen, steigen wir ein mit einer Serie, die ich damals zwar mitbekommen habe, dass sie existiert, aber niemals gesehen habe, weil als sie schlussendlich bei uns ausgestrahlt wurde, war ich tatsächlich dafür zu alt. Jedenfalls habe ich das sehr, sehr viele Jahre lang wirklich geglaubt, denn es ist eine Zeichentrickserie, naja, für Kinder. Also, da war ich schon etwas zu alt für, als das kam. Ja, da war damals das höchste der Gefühle, was dann noch ging, irgendwie noch Dragon Ball Z und ja, ich nenne das tatsächlich so. Ja, ich mag dieses Dragon Ball Z als Betitelung nicht. Egal, sei jetzt drum. Denn heute geht es ja um Avatar, der Herr der Elemente. Und ja, ich könnte das wahrscheinlich anstatt X Minuten mit Avatar, der Herr der Elemente auch nennen, warum Avatar, der Herr der Elemente so grandios ist. Denn im Gegensatz zu meinen anderen Podcasts und Videos bezüglich Serien, Bücher oder hast du nicht gesehen, ja, wird das tatsächlich mal überaus positiv werden, was mich selbst tatsächlich am meisten überrascht und wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch auch. Denn ich bin immer sehr, sehr kritisch und natürlich werde ich auch hier kritisch sein. Aber ich muss zugeben, ja, es wird heute überaus positiv. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir beginnen mit negativen Dingen. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gern erstmal groß erklären, worum es in dieser Serie eigentlich geht, für die Leute, die es nicht kennen. Weil ich kannte es ja eigentlich auch nur so von Hören sagen. Und naja, was soll man sagen? Wenn man das bisschen gehört hat, weiß man eigentlich, worum es geht. Wir befinden uns in einer, ja, in einer Welt, die jetzt, sagen wir mal, eher so in der Vergangenheit liegt, so fernöstlich in der Richtung. Und es gibt halt vier Nationen für die vier Elemente, zumindest gab es die mal. Denn dann kam die, ja, diese legendäre Sache mit der Feuernation. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren so oft einen Witz damit gehört. Ja, und dann änderte sich alles und so in der Richtung. Ja. Ja, und dann erklärte uns die Feuernation den Krieg, genau. Kennt man, ja. Und in dieser Welt gibt es halt diesen Avatar, der Herr der Elemente, also der Herr von den vier Elementen. Und ja, der hat halt die große Aufgabe, diesen Krieg, der von der Feuernation ausgelöst wurde, zu beenden, ja. Das ist grob die Story und mehr als das gibt es von der Story her auch nicht. Das heißt, ja, du hörst dieses legendäre Intro von dieser Serie und du weißt, das ist die Story und mehr als das passiert auch nicht. Natürlich passieren auch noch weitere Inhalte, klar. Aber von der großen oberflächlichen Story her ist das alles. Normalerweise wäre das eine negative Sache für mich. Aber ich werde euch erklären, warum es in diesem Fall überaus positiv ist. Und
ja, die meisten Dinge werden heute sehr, sehr positiv werden. Und ich freue mich tatsächlich riesig. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so durcheinander. Es kann aber auch an den 30 Grad in meinem Zimmer liegen. Es tut mir auch leid, dass das Fenster auf ist. Aber naja, anders würde ich halt eben sterben. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Alternativen sind. Okay, legen wir los mit den, ja, negativen Dingen. Also es gibt genug ganz, ganz kleine Dinge, die jetzt, sagen wir mal, von der Kontinuität, ja, das hast du geil ausgesprochen, Mann von Shikali Netzwerk, generell so vom Inhalt her nicht in sich geschlossen logisch ist und teilweise, ja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber wir dürfen halt nicht vergessen, es ist eigentlich eine Kinderzeichentrickserie. Also manche Dinge sind dann halt einfach mal so oder ja, so von der Sinnhaftigkeit nicht so gut rübergebracht. Aber wenn ich die jetzt aufzählen würde, dann wäre ich, glaube ich, die kleinlichste Person auf diesem Planeten, denn diese gehen vollkommen unter. Und man muss sich wirklich schon wie ein Wahnsinniger darauf stürzen, um das wirklich als negativ zu betiteln. Von daher, ich wollte es erwähnen, dass es Kleinigkeiten gibt, aber sagen wir mal so, die sind alle nicht so wirklich gravierend und wer nicht darauf achtet, den werden sie auch ehrlich gesagt bei ja, dieser großartigen Serie auch gar nicht weiter auffallen. Von daher werde ich mich auch nicht länger damit aufhalten und gehe direkt zu den beiden größten Punkten, die mich gestört haben und eine Sache davon ist nur etwas Persönliches, wo ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht hätte. Und ja, das betrifft zum einen ein paar Charaktere, wo ich mir einfach, naja, sagen wir mal, na, wirklich mehr Inhalt gewünscht hätte. Gibt es beispielsweise auf der Seite von der Feuernation die Charaktere Mai, Tai Li und Asola und so toll, wie ich die Charaktere auch ja, porträtiert fand ich sie inhaltlich leider ein bisschen zu schwach, während andere Charaktere wie Toph einfach irgendwie trotzdem funktionieren, war das da ein bisschen zu wenig. Und die andere Sache ist, ja, der Gefängnisausbruch von Iroh. Ich muss sagen, als das so aufgebaut wurde, ich habe wirklich gedacht, wow, das gibt einen echt, echt krassen Gefängnisausbruch. Und ich war super, super hyped dafür. Also, ich benutze ungern dieses Wort, aber es war halt wirklich so. Und die reden hier von einer Kinderserie. Und ich dachte mir nur, wow, das wird aber jetzt bestimmt richtig, richtig cool werden. Und man sieht gar nichts. Ich meine, es macht erzählerisch tatsächlich Sinn, dass man es nicht sieht. Ja, weil man Iroh generell halt eine ganze Weile in der Story dann nicht mehr sieht. Und man so ein bisschen so eine charakterliche Spannung aufbaut, weil man hat halt zwischen Zuko, dem Sohn vom Feuerlord, und von Iroh, seinen Onkel, also der Onkel von Zuko, ja, keine Ahnung, ihr werdet die Serie kennen, dann wisst ihr, worüber ich rede, und ihr kennt es nicht, dann weiß ich nicht, schaut sie euch an. Schaut die Serie euch an. Es ist zu gut, um es nicht zu gucken. Sagen wir es als, bring es einfach mal auf den Punkt. Ist zu gut, um es nicht zu gucken. Und ich werde es mir definitiv auch noch im englischen Original nochmal angucken. Vielleicht schon die Tage, mal gucken. Die Serie ist einfach wirklich gut. Aber bevor ich zu sehr anfange, ich werde noch ins Schwärmen kommen, keine Sorge. Aber erstmal, wir bleiben erstmal negativ, okay? Wir bleiben wirklich erstmal negativ. Ich weiß, es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sein, aber bleiben wir erstmal negativ. Gut, wir haben also das mit Iroh und es macht auch Sinn, dass man das wirklich so geschrieben hat, weil man hat den Konflikt halt vorher mit Zuko, weil Zuko hat Iroh verraten und ja. Zuko wollte eigentlich zu seinem Onkel Iroh zurückkehren und um ihn Vergebung bitten. Und zu diesem Zeitpunkt ist er halt schon entkommen. Was wir als, ja, als Leser, wollte ich schon sagen, als Zuschauer auch erst dann erfahren. Und ja, es macht erzählerisch Sinn, aber man hat es so gut aufgebaut,
dass es einfach sich falsch anfühlt, dass man den Ausbruch nicht gesehen hat. Ja, ich weiß, da bin ich ein bisschen unfair gerade, aber das ist jetzt wirklich absolut, absolut persönlich. Aber gut, all diese Dinge bisher, die genannt wurden, die sind nicht wirklich schlimm. Also ich meine, ich habe auch zu den meisten Dingen auch so noch etwas Positives gefunden. Es gibt aber leider etwas, wozu ich nichts Positives gefunden habe, auch wenn ich am Ende trotzdem erkläre, warum es an sich gut ist. Und zwar, wir haben final den großen Bösewicht Ozai, der Feuerlord. Und ich hatte tatsächlich im Vorfeld zu diesem Podcast die Befürchtung, dass ich ihn Dragonlord nennen würde oder Drachenlord. Einfach nur, weil man das irgendwie eher gewohnt ist zu sagen. Man muss dazu sagen, ich komme aus der Pen-and-Paper-Szene, da wird eher mal Dragonlord gesagt als Firelord. Also, falls ich irgendwann einen Punkt wirklich den Dragonlord nenne oder Drachenlord, dann bitte ich, das mir zu verzeihen. Ja. Okay, wir haben also Ozai. Und was ist mein Problem mit Ozai? Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen ausholen, damit man das besser verstehen kann. So, in der Story, in diesem hundertjährigen Krieg, den wir, ja, geiler Satz, Mann von Chicago, jetzt, also wir haben den hundertjährigen Krieg und dieser wurde von dem Urgroßvater, oder war das der Großvater? Ich glaube, es war der Großvater von Ozai, und zwar Sozin, der den hundertjährigen Krieg begonnen hat. Und zwar gibt es da Sozins Komet, der macht die Feuerbändiger, so nennt man das halt in dieser Welt, also Leute, die die Elemente bändigen können. Finde ich tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr schöner Begriff, passt meiner Meinung nach perfekt. Auf jeden Fall, wir haben halt diesen Komet, der macht Feuerbändiger stärker und Sozin hat sich an einen Punkt in der Geschichte gedacht, ja, jetzt müssen wir den anderen den Krieg erklären und dazu zitiere ich Sozin einfach mal selbst, dann kann man vielleicht auch das Problem von Ozai vielleicht besser verstehen. Und ja, man merkt, die Hitze macht mir zu schaffen, aber wir werden trotzdem gemeinsam da durchfinden. Und zwar lautete, oder sagen wir mal so, lautet die Aussage: Unsere Nation genießt eine noch nie dagewesene Ära des Friedens und des Wohlstands. Unser Volk ist glücklich. Uns allen geht es in vielerlei Hinsicht sehr gut. Ich habe nachgedacht. Wir sollten unseren Ruhm und Wohlstand mit dem Rest der Welt teilen. Uns ist das mächtigste Imperium aller Zeiten anvertraut. Es wird Zeit, dass wir es vergrößern. Okay. Hier beginnt so das Problem von dem Bösewicht dieser Serie. Es ist ein großes Problem. Ja, ich sage ja nicht, dass er nicht funktioniert. Ich erkläre ja auch noch, warum er trotzdem funktioniert. Aber in dieser Aussage steckt eigentlich nichts drin, was jetzt implizieren würde, was schlussendlich passiert. Und zwar der Massenmord an den Luftnomaden, ja, das ist eine Kinderserie mit einem Massenmord. Den Massenmord sieht man an sich nicht, man sieht aber die Auswirkungen davon. Also, Kinderserie trifft es eigentlich nicht so ganz. Also, man wird auch selten eine Zeichentrickserie sehen, die eigentlich an Kinder gerichtet ist, die ja sich trotzdem so erwachsen gibt. So. Das Einzige, was man bei dieser Aussage halt, naja, unterstellen kann, dass es wirklich aus dieser Welt gegriffen ist. Also es ist eine Lüge. Es geht nicht darum, den Wohlstand mit den Leuten zu teilen, weil wir lernen relativ schnell in der Geschichte, dass, naja, sagen wir mal so, alle unter der Feuernation leiden und niemand, ja, wirklich den Wohlstand, ja, unter der Herrschaft der Feuernation, naja, sagen wir mal, haben darf, wie die Feuernation selbst hat. Das heißt, da wird kein Wohlstand geteilt und ja, Ruhm schon gar nicht. Aber gut. Das Problem ist, Sozin, ja, hat tatsächlich einen Charakter. Wir lernen ihn kennen,
Er ist von Avatar Roku, dem Avatar vor Aang, so heißt die Hauptfigur. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber ihr wisst es wahrscheinlich selbst. Und ja, der ist halt, also Sozin ist befreundet mit Avatar Roku und man sieht halt keine Charakterzüge bei dem, die wirklich mal in diese Richtung gehen. Von daher habe ich beim ersten Mal hören von diesen Worten das wirklich ernst genommen, dass er wirklich ja, Wohlstand und Frieden mit allen anderen teilen will. Nur, naja, ist das nicht wirklich die Umsetzung. Und ja, von daher schlussendlich muss man wahrscheinlich sagen, die Macht wird wahrscheinlich Sozin korrumpiert haben, also ganz, ganz klassische Story an dieser Stelle. Wirklich, wirklich nichts Besonderes. Was ein bisschen schade ist, weil aus dieser Aussage und dem Charakter hätte man wirklich viel mehr machen können. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Weil, dass er den Avatar belügen würde, der versucht ja, das Gleichgewicht der Kräfte irgendwie ausgeglichen zu behalten, ist irgendwie logisch, dass er dem nicht aufs Auge drückt, ja, wir wollen alle unterjochen, nur um unser Gebiet zu vergrößern, weil eigentlich sind wir nicht so wohlhabend, wie wir gerne wären. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn man es schlussendlich wirklich so klar gemacht hätte, es ist wirklich nur an die Welt, an unsere Welt orientiert, ja, mehr, einfach von allen mehr. Das große Bild der Habgier. Ja, ist nicht unbedingt neu, ist nicht unbedingt sonderlich interessant, aber klingt halt einfach plausibler als die Aussage, die man von ihm da hat. Aber ja, wir haben also Sozin als Charakter, der, sagen wir mal so, von dem, was er tut, nicht so wirklich gut in irgendein Bild passt, was jetzt nicht sonderlich klischeeerfüllt ist. Ist halt so. Aber es ist halt eine Zeichentrickserie und es ist stimmig zu unseren existierenden Welt. Von daher konnte ich das akzeptieren. Ja? Sozin war halt einfach so. Ja, ist halt so. Er verrät am Ende auch Avatar Roku und nutzt den Kometen, um die Luftnomaden umzubringen, weil der Avatar wird ja, wenn er stirbt, in diesem Zyklus neu geboren. Das heißt, ich glaube, Feuer, Luft, dann Wasser, dann wieder Erde. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich liege garantiert falsch. Auf jeden Fall, Sozin wusste, dass der Avatar wieder als Luftnomade neu geboren werden würde. Und ja, er wollte ja allen den Wohlstand bringen und hat dann einfach mal alle Luftnomaden umgebracht, bis auf Aang. Der ist halt geschafft hatte, dem zu entgehen, weil er eben, naja, vorher geflogen ist. Ich gehe, geflogen. Ja, geflogen auch, aber geflohen meinte ich eigentlich. Aber darauf gehen wir jetzt mal nicht weiter ein. Ja, wir haben diese Geschichte, ja? Und das ist wirklich mein größter Kritikpunkt wirklich an der Serie, obwohl ich das verstehen kann. Aber es mündet halt, naja, in Ozai. Während Sozin einen eigenen Charakter hatte, ja, und einen interessanten, ja, Story-Arc, könnte man sagen, mit Avatar Roku zusammen. Und, naja, Sozin hat halt gewusst, er kann den Kometen benutzen, um einen Vorteil in einem Krieg zu haben, ja, um allen natürlich Wohlstand zu bringen. Ist ja klar, haben wir ja verstanden. Okay, das Problem ist, Ozai hat nichts davon. Es ist nicht sein Plan, also sein eigener Plan gewesen, den Kometen zu benutzen. Das heißt, das, was praktisch, ja, das so besonders machen würde, ist ja nicht mal seins. Und warum hebe ich das hervor? Naja, weil Ozai keinen wirklichen Charakter hat, keine wirkliche Charakterentwicklung hat. Er ist einfach nur dieses Monster. Anders kann man es nicht sagen. Er ist kein Bösewicht mehr, weil ein Bösewicht hätte irgendwo ja einen Charakter, eine Story oder so, aber
Osei ist einfach böse. Er ist nicht mal einfach nur böse, weil er böse ist, weil dann hätte man vorher etwas gesehen, ja, oder mehr bekommen. Wir bekommen ja auch von seiner Vergangenheit auch gar nichts mit oder so erzählt. Nein, er ist einfach böse. Er ist nicht mal einfach nur böse, weil er böse ist, weil ich meine, Azula hat ein ähnliches Problem. Azula ist böse, weil sie böse ist. Aber wir bekommen von ihr Charakterentwicklung, ja, zumindest ein bisschen, ja. Und wir erfahren auch, wo teilweise ihre Probleme liegen mit ihrer Mutter, ja, wo sie glaubt, dass ihre Mutter sie nicht geliebt hat. Ja, ich meine, sie ergibt Sinn. Ja, ich meine, klar, trotzdem ist sie böse, weil sie böse ist. Ich meine, andere Charaktere in dieser Serie haben eine wunderschöne Entwicklung. Auf die gehe ich auch noch hoffentlich genauso detailliert ein. Aber Azula hat das eigentlich nicht. Also sie ist eigentlich fast so dieses Klischeebild, ich bin böse, weil ich böse bin. Weil sie war auch schon als Kind böse. Ah, natürlich kann man auch sagen, klar, sie hatte nicht wirklich einen guten Vater und war deswegen so. Das kann man sich nicht nur denken, das war bestimmt auch so. Das Problem ist, das bekommen wir alles nicht mit. Sie ist einfach nur, in der Serie wird sie so dargestellt, ich bin böse, weil ich böse bin. Das funktioniert mit Azula relativ gut, weil wir Zuko als Gegenteil haben und wir bei dem halt sehen, warum er so ist, wie er ist. Ja, und ja, Zuko die Charakterentwicklung durchmacht, die man sich für Azula wahrscheinlich wünschen würde. Und man erkennt ganz am Ende, wohin das eine führt, wohin das andere führt. Und das ist ein schöner Gegensatz und es funktioniert zusammen. Existiert zu Ozai ein Gegensatz? Man könnte sagen Aang, aber dann müsste Aang ein Charakter sein, ohne Entwicklung, ohne Story und, ja, ich weiß nicht, ohne richtige Beweggründe oder so. Ich meine, allzu viele Feinde hat die Feuernation in der Story jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also das wäre das, was er am Ende einfach macht, eigentlich nur ein Vernichtungsschlag gegen alle Nationen. Also Ozai ist einfach ein beschissener Charakter. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber Ozai ist ein beschissener Charakter. Das Schöne ist, er darf beschissen sein. Und jetzt mit diesen überaus negativen gehen wir in das Positive. Und dazu setze ich mich mal um. Es tut mir leid, dass das gerade etwas lauter wurde. Aber mir wird hier ein bisschen arg warm. Okay. Kommen wir zum Punkt. Warum ist es okay, dass Ozai ein beschissener Charakter ist? Ja, es ist okay, weil Ozai kein Charakter sein soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich so vom Autor gedacht ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal an, weil ich persönlich auch selbst schreibe und das für mich einfach gerade Sinn ergibt. Ozai soll niemals ein Charakter sein. Ozai ist das Monster, was am Ende steht, das gar nicht als Person wahrgenommen werden soll, weil es umso mehr, ja, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Impact nicht ein, ja, weil es einfach mehr Impact haben soll, wenn es dann schlussendlich zu diesem großen Kampf kommt. Und das funktioniert gut, weil Ozai ist kein Charakter, mit dem man irgendeine Beziehung aufbauen kann. Er wird dauerhaft als böse und das Monster dargestellt, ohne dass er irgendeine Form von Charakter zeigen darf. Er ist halt einfach nur da und will alles kaputt machen, was nicht die Feuernation ist. Ozai ist praktisch einfach nur, ja, wenn ich das als ein Wort betiteln würde, Zerstörungswut. Das ist Ozai. Ozai ist einfach nur das Monster, was es schlussendlich am Ende zu besiegen gilt. Und da funktioniert Ozai gut, weil praktisch jeder Bezugspunkt zu so einem Antagonisten oder sei es ein Bösewicht ist etwas, was einen Charakter vermenschlichen würde. Und ich kann mich täuschen, aber das war hier niemals, niemals die Absicht. Das heißt, das, was ich praktisch für mich persönlich, ja, auf der Seite von Ozai und den Vorfahren von ihm wirklich als beschissenen Charakter wahrgenommen habe,
war einfach nur ein Stilmittel. Das sollte nicht anders sein. Ja, Ozai sollte einfach nur das Monster sein. Und als das funktioniert er wunderbar. Wenn er vorkommt, sieht man, wie beschissen er ist, ja, charakterlich her und so, wie er zu seinen eigenen Kindern ist. Man hasst diesen Charakter wirklich. Und gleichzeitig interessiert man sich nicht für ihn. Ja, und das macht wirklich zu ihm zu einem Charakter, den man ja gar nicht als Charakter wahrnimmt. Man hat ihn einfach nur dann, ja, als dieses Böse. Und ja, ich muss zugeben, als das funktioniert er. Und ja, um ehrlich gesagt, macht das so 10 Minuten von diesem Podcast gerade zunichte, weil, naja, das, was ich bemängle, ist eigentlich das, was wirklich von dieser Serie erreicht werden wollte. Trotzdem steht meine Kritik ein bisschen noch, weil es sich einfach als zu wenig anfühlt. Ja? Man hätte das mit Sosin besser lösen müssen, meiner Meinung nach. Also, dass man vielleicht gezeigt hätte, dass es der Feuernation vielleicht nicht ganz so gut geht. Und ja, halt einfach dieses, ja, keine Ahnung, die Erdnation hat fruchtbare Weideländer, die wir in diesen Mengen nicht besitzen und keine Ahnung, die Wassernation hat ja viel bessere Möglichkeiten an frisches Wasser zu kommen wie wir und halt dieses komische, ja, dieses Neidische halt eben, diese Gier nach Ressourcen, die man halt auch aus dem echten Leben kennt. Ich meine, die kann man sich hier so dazu dichten, aber es hätte besser gepasst, wenn man es wirklich so dargestellt hätte. Aber gut, kommen wir jetzt endgültig zu den Dingen, die wirklich absolut grandios sind. Und ich meine wirklich grandios. Wir hatten ganz am Anfang ja die Geschichte schon mal so ein bisschen ja, bearbeitet, würde ich nicht sagen. Sagen wir mal so, ich habe die Geschichte erwähnt, ja, und ja, schlussendlich ist es das. Ja, man hat dieses, die Feuernation kam und hat uns allen den Krieg erklärt. Wäre der Avatar bloß da gewesen, dann wäre das nicht passiert. Aber wir haben den neuen Avatar gefunden. Und dieser Avatar wird uns bestimmt irgendwann mal retten. Und ja, natürlich wird er das. Es ist genau die Story, die wir bekommen. Ja, normalerweise würde ich das als etwas Schlechtes empfinden, weil, ja, wo bleiben da die Überraschungen von der großen Story her? Klar, in der kleinen Story kann man immer Überraschungen einbauen, die auch gut funktionieren. Aber sagen wir mal so, von der großen Story her, weißt du, es gibt da keinen größeren Twist oder sowas. Aber das hat die Serie auch gar nicht nötig. Irgendwie kann ich nicht mehr reden. Ich glaube, ich sollte mal ganz, ganz schnell einen Schluck trinken. Und ja, das schneide ich nicht raus. Verzeiht mir, verzeiht mir. So, jetzt geht das hoffentlich. Also, die Serie hat keinen großen Twist nötig. Es hat auch nicht nötig, irgendwie, ja, sagen wir mal, allgemein groß überraschen zu wollen. Und das hat einfach den Grund, dass diese Serie als Abenteuer funktioniert. Wir haben zwar die Story, wir wissen, was schlussendlich passieren wird, aber der Weg dahin ist praktisch unser Abenteuer, ist die Geschichte. Ja, klar, die übergeordnete Story, die wir da haben, ja, die passiert genauso, wie es halt auch vorgetragen wird. Der Avatar kommt und lernt die vier Elemente, besiegt den Feuerlord Ozai und alles wird wieder gut. Das ist genau das, was passiert. Ja, wir bekommen genau das, was gesagt wird. Aber wie wir es bekommen, das ist die große entscheidende Sache. Und wir bekommen ein großartiges Abenteuer. Und das funktioniert deswegen so absolut fantastisch, weil sie etwas geschafft haben, was viele Serien heutzutage ja irgendwie so gut wie selten hinbekommen. Und zwar, dass ich wirklich jede Folge und ja, auch irgendwie jede Minute, ja, wie ein Teil der Geschichte anfühlt. Nicht irgendwie wie
Füllmaterial oder so oder irgendetwas, was man da reinquetschen muss, damit man irgendwie auf seine 20 Minuten pro Folge kommt. Es fühlt sich einfach alles, was passiert, wichtig an. Alles steht in einem gewissen Kontext. Und das ist absolut beispiellos von einer Serie. Und ich muss das wirklich hervorheben, weil ich habe schon unzählige Serien gesehen und es gibt wirklich in jeder Serie, ja, irgendwelche Folgen, die so absolut belanglos sind, dass du die einfach immer, wenn du einen Rewatch der Serie machst, mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen, dass du diese Folgen skippst oder dass du teilweise oder so sagen wir mal teilweise Folgen skippst oder Teilmengen von Folgen. Ja, einfach weil die uninteressant sind, vielleicht auch uninspiriert oder einfach überhaupt nichts zu Story oder den Charakter beitragen. Sowas existiert bei Avatar, der Herr der Elemente, nicht. Und das finde ich beispiellos. Ich habe wirklich ewig gesucht, wirklich ewig gesucht nach irgendeiner Serie. Also ich habe mir jetzt wirklich mehrere Tage Zeit genommen, um etwas Vergleichbares zu finden. Ja. Ich meine, selbst Filme haben oftmals das Problem, dass sie minutenlang irgendwelche Füllmenge reinquetschen, damit der Film eine gewisse Länge hat, ja, die sich total antiklimatisch in den Film anfühlen. Ja. Und nur so ein Problem haben wirklich extrem viele Filme heutzutage. Und von Serien sollte man gar nicht erst anfangen. Da sind teilweise Dinge dabei, wo man sich fragt, ja, meine Güte, dann lass diese Folge einfach weg. Ja, wenn du irgendwie bei 80% der Folge das Gefühl hast, ja, meine Güte, da passiert nichts Relevantes oder Wichtiges oder gar Interessantes, warum macht man die Folge überhaupt? Das sind doch auch Produktionskosten für die. Etwa wegen 20% Inhalt, der vielleicht semi-wichtig wahrgenommen werden könnte. Keine Ahnung. War für mich schon ewig ein Rätsel und ich war einfach begeistert. Also, ich habe wirklich alle 60 Folgen, ne, ich glaube, es sind etwas mehr als 60, ich glaube, es sind 61 Folgen, habe ich in, ich weiß nicht, wie vielen Wochen durchgeguckt. Es waren nicht viele, ich weiß nicht, ich glaube, zwei. Ich glaube, 2 Wochen habe ich gebraucht, um alle Folgen zu gucken. Und keine einzige Folge hat sich belanglos angefühlt, uninteressant, ja, oder war nicht Teil von der Gesamtstory oder von irgendeinem Charakter-Arc. Sowas existiert in dieser Serie einfach nicht, dass du irgendwas absolut Belangloses drin hast. Selbst die eine Folge mit dem Theaterstück zeigt einfach den inneren Konflikt von Aang nochmal gut und halt wie die Feuernation die gesamte Geschichte um den Avatar und seinen Unterstützern wahrnimmt und wie halt auch wirklich keiner von denen daran glaubt, dass der Avatar Feuerlord Ozai besiegen könnte. Ich glaube, die zeigen ja sogar, dass Feuerlord Ozai schon obsiegt hätte. Weil eine Zeit lang gehen ja auch davon aus, dass der Avatar gestorben ist, was übrigens damals, als ich das gesehen habe, oh mein Gott. Also ich habe hier eben von Twists geredet und wow. Einfach nur wow. Also ich glaube, mich hat eine Zeichentrickserie in so einem Moment noch nie so erwischt wie da. Man muss dazu sagen, Avatar, der Herr der Elemente, hat halt natürlich diesen Avatar-Zustand, wo Aang absolut ja als nahezu unbesiegbar gilt und ich bin auch total überrascht gewesen, wie selten dieser Zustand zum Einsatz kam. Ich dachte, der wird inflationär als ja Plot-Device benutzt. Ja, natürlich ist er auch teilweise ein Plot-Device, aber man hat ihn nicht so oft benutzt. Wirklich nicht. Ich glaube, lasst mich lügen, sechsmal? Sechsmal in 61 Folgen? Ja, okay, ich glaube, vereinzelt sieht man das auch mal ganz kurz so nebenbei. Aber sagen wir mal sechs oder fünf oder sechs relevante, wirklich größere Szenen. Also, ich hätte niemals gedacht, dass das so gering eingesetzt wird, dass übrigens die richtige Entscheidung war.
Alles andere wäre total fatal gewesen. Man hätte es nicht weniger benutzen dürfen, weil dann hätte es zwar irgendwo an Bedeutung gewonnen, aber auch gleichzeitig verloren, weil man sieht es halt zu wenig. Das heißt, der Zuschauer hätte dann damit viel zu wenig anfangen können. Man hat es auch nicht zu oft benutzt, dass man irgendwie den Eindruck hätte, die Nutzung von einem Zustand verliert an Bedeutung, weil es wird halt immer wieder eingesetzt. Und sie haben halt etwas geschaffen, diesen perfekten Mittelweg, wo ich fast selbst gedacht hätte, der ist kaum möglich, haben sie geschafft, ja. Und klar, natürlich kommt der am Ende, der Avatar-Zustand im Kampf gegen Ozai, aber das ist nicht wirklich der entscheidende Punkt. Es ist nicht so, wie Aang den Kampf für sich entscheidet. Aang entscheidet den Kampf, und das fand ich wunderbar, auf seine eigene Art und Weise. Und darauf gehe ich nochmal ein, wenn ich über Aang spreche. Ich werde wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen können, über alle großartigen Charaktere zu reden. Darüber werde ich aber auch noch reden. Aber gut, machen wir einfach weiter. Der Avatar-Zustand perfekt eingesetzt. Also wirklich, wirklich perfekt. Und ich konnte es einfach nicht fassen. Ja, als am Ende von der zweiten Staffel Aang in den, also es endlich schafft, in den Avatar-Zustand zu wechseln und dann von Asula von hinten angegriffen wurde. Ich meine, so von der Story her ergibt das schon Sinn, dass es passiert, aber du hast es als Zuschauer absolut nicht erwartet. Vor allem lernen wir auch vorher noch, dass Aang in dem Zustand am angreifbarsten ist, weil wenn Aang wirklich in dem Avatar-Zustand stirbt, wird der Avatar als solcher nicht mehr wiedergeboren. Das heißt, der Avatar würde so gesehen aufhören zu existieren. Obwohl er halt normalerweise ansonsten wiedergeboren werden würde. Und das war einfach ein super Detail. Und das war einfach. Also, das war wirklich ein gut eingesetzter Twist, weil das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Und ich war einfach. Wow, ich war wirklich wie geflasht. Also. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade ansetzen will. Einfach, das war so großartig umgesetzt. Und ja, dann kann Aang in der nächsten Staffel auch bis zum Ende den Avatar-Zustand nicht einsetzen. Ist geplagt von Zweifeln, auch aufgrund von dieser Niederlage. Und ich bin einfach irgendwie ein bisschen sprachlos, weil diese Geschichte ist einfach so wunderbar erzählt. Ja, da hat wirklich jemand verstanden, dass dieses Abenteuer, dieser Weg dahin, ja, das Entscheidende ist. Ja, es gibt uns die Dinge, die wir wissen müssen, und gibt uns immer mal wieder Kleinigkeiten und Informationen zu der Welt, die auch immer schön einfließen in den Geschichten. Aber schlussendlich, wenn du deine gesamte Story, also deine übergeordnete Story an den Zuschauer, Leser oder so weitergibst, dann ist es immer wichtig, dass der Fokus extrem auf das Abenteuer gelenkt wird. Ja? Das Abenteuer muss fesselnd sein. Das Abenteuer muss einen wirklich regelrecht greifen. Ja, ich greife mir gerade symbolisch selbst ans eigene Bein. Ja. Und das hat Avatar der Elemente wunderbar hingekriegt. Und was wunderbar dazu passt, ja, ist einfach diese Tatsache, dass du hast eigentlich, mal abgesehen von den Charakteren, die ich bereits erwähnt habe, nur Charaktere, die interessant sind. Ja, die eine Entwicklung erleben. Ja gut, Toph jetzt eher weniger, aber auch sie hat so ihre Charaktermomente. Aber so viele unglaublich tolle Charaktere, die einfach wunderbar in diese Welt und in die Erzählweise passen. Und ich glaube, dazu trägt einfach bei, dass wirklich der Macher da dieser wundervollen Serie wirklich keine einzige Minute verschwendet hat. Wirklich jede Minute
ist sinnvoll gefüllt. Ja, man muss wirklich in der Serie hart nach Szenen suchen, ja, die, ja, sagen wir mal so, nicht irgendetwas beitragen zu den Charakteren, zu der Welt, zu der Geschichte oder zum Abenteuer. Ja, zumindest habe ich tierische Probleme gehabt, überhaupt was zu finden. Und bei den wenigen Dingen, die ich gefunden habe, ich bin mir nicht mal sicher, ob das schlecht ist. Ah, ich meine, seht euch die Sendung, seht euch die Serie einfach an. Ja, ist persönlich ein Rat von mir. Also, ich meine, ich kann stundenlang darüber quatschen, aber man muss es einfach gesehen haben, um wirklich zu verstehen, das ist eine Serie, wo ja die Macher wirklich verstanden haben, es geht um Unterhaltung. Ja, und nicht darum, um die Zeit von den Zuschauern zu verschwenden mit Füllinhalten, damit man die Serie noch ein bisschen länger strecken kann. Oder in einer Folge, wo zu einem nicht mehr eingefallen ist, ja, irgendwas hinzudichten musste. Man merkt wirklich, dass die Schreiber, die Autoren dahinter, ja, und wer nicht alles daran beteiligt war, schon vorher wusste, was soll passieren. Ja, was wollen wir vermitteln? Wann wollen wir es vermitteln? Und das Endprodukt zeigt einfach, da wird keine Zeit verloren. Mehr noch, die Zeit, die wir haben, fühlt sich tatsächlich oftmals nicht ausreichend an, weil man will eigentlich oftmals so viel mehr wissen. Ja, beispielsweise will man am Ende auch wissen, was ist jetzt mit Zukos Mutter? Ja, was ist ganz genau passiert? Ja, ich weiß auch, dass es Comics dazu gibt, die habe ich nicht, habe ich dementsprechend auch nicht gelesen. Werde ich sehr wahrscheinlich, nachdem ich es nochmal in Englisch geschaut habe, mir wahrscheinlich auch nochmal holen und durchlesen. Aber ja, sagen wir mal so, es gibt Dinge, über die wir gerne noch mehr erfahren hätten und für die die Zeit einfach nicht ausreichte. Und man kann da nicht sagen, die Zeit wurde irgendwo an einer anderen Stelle verschwendet. Nein, es wurde komplett genutzt. Ja, man hat wirklich 61 Folgen, die wirklich mit Inhalt gefüllt sind. Richtigen Inhalt. Das ist unfassbar. Zeig mir irgendeine Serie, die es geschafft hat, 61 Folgen auf die Beine zu stellen, ohne dass sie irgendwie in gewissen Folgen oder Folgenabschnitten entweder uninteressant wurde, uninspiriert oder wo man einfach nur gemerkt hat, ja, hier wollte man irgendwie auf die 20 Minuten kommen. Ich wette mit euch fällt keine einzige Serie ein, wo das so ist. Ja, weil es ist halt einfach irgendwie gang und gäbe. Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es halt eine abgeschlossene Serie ist von 61 Folgen. Aber selbst da kann man mehr als genug Füllmaterial einfügen. Aber hier wussten die Leute, was sie tun. Wirklich. Die wussten, was sie hier tun. Und sie präsentieren uns eine Serie, die in sich schlüssig ist, ja, interessant ist und sich entweder mit Charakter- oder Storyentwicklung, ja, befasst. Es ist einfach wunderbar geschrieben. Und das bringt mich generell dazu, wie wunderbar das Abenteuer umgesetzt wurde, denn wir haben so, so viel hier drin. Ich meine, wenn man sich das so vor Augen führt, klingt das gar nicht nach so viel, aber die Reise. Die Reise, die hier unternommen wird, die ist einfach fantastisch. Also, das ist eine richtige Abenteuerreise. Und wir haben irgendwie alles. Wir haben großartige Siege, wir haben vernichtende Niederlagen, wir haben ja zwischenmenschliche Probleme, ja, wir haben auch jede Menge charakterliche Entwicklung und es funktioniert einfach so grandios. Ja, und die Charaktere. Ja, machen wir mal weiter mit den Charakteren, wozu ich mich jetzt nochmal umsetze, damit ich das einigermaßen hinkriege. Ich hoffe auch, dass euch das nicht allzu sehr stört, aber gut, sei es einfach drum. Die Charaktere. Beginnen wir einfach mal mit Aang.
also dem Protagonisten, den Haupthelden. Und ja, er ist ganz am Anfang schon ein begnadeter Bändiger. Okay, klar, nur Luftbändiger am Anfang. Aber klar, er ist ein talentierter Bändiger und so gesehen, man merkt, dass er einfach damit gesegnet wurde, weil er halt eben der Avatar ist. Das heißt, er wurde praktisch schon mit großem Potenzial und Talent geboren und trotzdem, ja, ist er ein Kind. Und trotzdem hat er noch viel zu lernen und es ist so, so schön. Ganz besonders der Anfang, der ist super verspielt und ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, es würde mich irgendwie stören, aber nein. Weil es porträtiert einfach so wunderbar, dass Aang einfach ein 12-jähriges Kind ist. Wir haben es hier mit einem Kind zu tun. Mit einem Kind, das mit so einer unglaublichen, ja, Verantwortung leben muss. Und ja, sie haben es trotzdem geschafft, dass dieser Charakter auch wirklich noch Kind sein darf. Und Aang macht eine unglaubliche Entwicklung durch, die man diesem Charakter vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Weil am Ende, klar, ist er immer noch das Kind. Aber man merkt auch schon, dass er wesentlich ruhiger geworden ist, viel, viel nachdenklicher in sich gekehrt und viel mehr fokussiert auf die Dinge. Und man merkt auch im Laufe von der Staffel 3 wirklich sehr, sehr viele innere Konflikte. Auch die daher rühren, bezogen auf seine früheren Inkarnationen, die ihm alle dazu raten, er muss Feuerlord Ozai töten. Es ist die einzige Chance, um ja die Balance der Welt wiederherzustellen, das Gleichgewicht dieser Nationen, ja, dieser Welt einfach wieder gerade zu rücken. Er soll seinen größten Feind tun, der als Monster dargestellt wird. Und jeder, wirklich jeder hätte verstanden, ja, wenn Aang den bereitwillig umgebracht hätte. Aber so ist Aang nicht. Wir lernen mit der Zeit, dass er halt aus diesem Kloster kam, ja, von den Luftbändigern. Und halt, ja, ihm wurde halt erklärt oder gelehrt, jedes Leben zählt. Und auch wenn Ozai ein Monster ist, was er wirklich verabscheut, kann und will er ihn nicht töten. Er will Ozai nicht töten und er weiß auch nicht, wie er seine Aufgabe erfüllen soll, wenn er ihn nicht töten kann oder beziehungsweise nicht töten möchte, weil er muss Ozai ja trotzdem aufhalten. Aber wie will er einen so mächtigen Feuerbändiger, der am Ende ja noch viel mächtiger wird, durch den Komet Sozin, also Sozins Kometen, ja, und dieser Konflikt, der funktioniert so wunderbar. Klar findet Aang am Ende einen Weg, wie er Feuerlord Ozai nicht töten muss, aber das hatte so viel Gewicht, weil der Avatar hat ja auch eine Verbindung zu der Geisterwelt. Das heißt, er kann mit seinen früheren Inkarnationen halt wirklich sich unterhalten. Und wirklich jeder hat ihm gesagt, ja, du musst ihn töten. Du musst ihn töten. Und alle haben ihn auch schon davor gesagt. Also auch seine Freunde haben ihm gesagt, auch Zuko, der Sohn von Ozai, hat gesagt, dass Aang den töten muss, also dass er möchte, dass Aang seinen eigenen Vater umbringt. Ja, selbst sein eigener Sohn sagt zu Aang, ja, du musst den Feuerlord töten. Und man muss sich halt einfach vorstellen, das ist ein 12-jähriges Kind und es wird so wunderbar dargestellt, wie dieses Kind halt innerlich zerrissen ist. Es wurde so erzogen in den Glauben, jedes Leben zählt. Jedes Leben sollte heilig sein. Und die Personen, die ihm eigentlich am heiligsten sind, und zwar seine eigenen Inkarnationen, raten ihm zu etwas, was absolut sein Weltbild widerspricht. Und ich finde es auch super, also nachträglich in den Kämpfen, sieht man tatsächlich immer wieder, wie Aang sich tatsächlich zurückhält und versucht, seine Feinde nicht zu verletzen. Das ist mir erst im Laufe der Serie wirklich aufgefallen. Es zeigt einfach nur, wie viel Gedanken sie sich bei dem Charakter gemacht haben. Ich meine,
wenn man sich heutzutage Shonen-Anime oder Serien mit so typischen Helden ansieht, selbst da ist nicht so viel, ja, so viele Gedanken reingeflossen. Aang ist nicht dieser klassische Held. Ja, natürlich ist Aang gut, weil er gut ist. Was mir normalerweise natürlich nicht so gut gefällt. Aber man sieht so viel Story von ihm. Er wurde so erzogen. Ja, seine Meinung der Welt gegenüber ist so. Und trotzdem erlaubt es in der Serie, ihn noch Ecken und Kanten zu besitzen. Das heißt, auch wenn er gut ist, weil er gut ist, macht er nicht unbedingt nur gute Sachen. Was sich auch in einer Folge zeigt, wo er Toph dabei hilft, ja, sagen wir mal, an Geld zu kommen durch Betrügen. Ja, immer noch ein Kind, immer noch Flausen im Kopf und so. Und das ist wirklich, wirklich schön umgesetzt. Und noch besser hat es mir gefallen, dass wir haben ja trotzdem im Endkampf mit Ozai diesen Avatar-Moment. Und natürlich wird Ozai da zusammengeschlagen, wie ich es selten in einer Kinderserie gesehen habe, beziehungsweise in einer Zeichentrickserie. Und Aang tut es nicht. Er könnte Ozai töten. Er hat alle Macht dazu. Und ja, ehrlich gesagt, das, was Ozai im Deutschen da sagt, ist leider absoluter Quatsch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was genau er sagt, aber im Englischen sagt Ozai zu Aang, und Ozai hat mit Mark Hamill wirklich einen grandiosen Synchronsprecher. Also Mark Hamill ist, glaube ich, einer der besten Synchronsprecher, die ich jemals hören durfte. Allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal in Englisch zu gucken, weil Mark Hamill als Ozai wirklich grandios. Auf jeden Fall, Ozai sagt danach, ich glaube, wie war der genaue Wortlaut? Ich glaube, der genaue Wortlaut fällt mir nicht ein. Ne? Auf jeden Fall sagt er halt, übersetzt ins Deutsche: Trotz all dieser Macht bist du immer noch schwach. Was darauf anzielt, da dass, naja, sagen wir mal, Aang diesen Killerinstinkt nicht hat, also praktisch den Willen, einen Gegner umzubringen. Und das sieht man auch vorher schon im Kampf. Also bevor es zum Avatar-Zustand geht, sieht man tatsächlich, dass Aang halt den Blitz umleiten könnte, um Ozai anzugreifen. Wir wissen nicht ganz, ob er getroffen hätte und so weiter und so fort. Darüber brauchen wir nicht spekulieren. Auf jeden Fall, man könnte sagen, Aang wäre auch mehr als dazu, naja, okay, nicht unbedingt mehr dazu als dazu in der Lage gewesen. Er wäre auf jeden Fall in der Lage dazu gewesen, vielleicht einen entscheidenden Schlag da zu setzen, ohne den Avatar-Zustand. Aber Aang wollte nicht so gewinnen, weil dieser Angriff hätte Ozai potenziell töten können, was er nicht wollte. Und ab dann kommen so ein bisschen die Zweifel zurück. Das sieht man halt auch in dem Punkt, weil Ozai macht ihn dann so richtig fertig und zwingt ihn in die Ecke und so. Und man merkt halt einfach, er ist überfordert. Er weiß nicht, wie er das lösen möchte. Ja. Weil, wie will er den Kampf zu Ende bringen, ja, wenn er halt effektiv gegen seinen Gegner nicht wirklich was machen kann? Dann kommt halt der Avatar-Zustand, und in diesem Zustand, naja, verprügelt er ihn doch ziemlich heftig. Ja, bringt ihn aber nicht um und besiegt Ozai dann praktisch am Ende mit diesem Energiebändigen und nimmt Ozai praktisch die Kraft. Aber wie er es tut, ist sein komplett eigene Art, die Dinge anzugehen. Und zwar eben, Ozai nicht zu töten. Er benutzt dafür tatsächlich die Technik, die er von Toph gelernt hat, was ein super toller Moment war. Und ja, er bezwingt den mächtigen Feuerlord mit seinen eigenen Mitteln, mit seinem eigenen Weg. Entgegen dessen, was ja die früheren Inkarnationen wollten, was er tut. Und ich glaube, es gibt kaum einen Charakter, der so gut umgesetzt wurde wie Aang. Also von vorne bis hinten wirklich grandioses
grandioses Telling, also eine wunderbare Charakterentwicklung, die hier wirklich uns Zuschauern gezeigt wird. Und sowas gibt es häufiger in dieser Serie. Es ist unfassbar. Auf der anderen Seite haben wir Zuko, ja, der halt, naja, mit diesem Vater gestraft ist und, naja, trotzdem irgendwie versucht, naja, etwas Eigenes zu sein, am Anfang jedenfalls. Denn an einem Punkt sagt Zuko halt in der Kriegsbesprechung etwas, weil Uzai, glaube ich, Truppen ja, von der Feuernation in den Tod schicken möchte. Zumindest glaube ich, war das so. Nur um an einer anderen Stelle wirklich einen entscheidenden Schlag landen zu können. Und ja, Zuko meint halt, ja, wir können doch unsere eigenen Leute nicht in ihr Verderben schicken. Und ja, daraufhin gibt es ein sogenanntes Angni Kai. So hieß es, glaube ich. Erschlagt mich, wenn ich falsch liege. Übrigens, das Agni Kai oder Agni Kai, egal, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Am Ende zwischen Azula und Zuko bzw. Katara auch sehr, 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 sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, welche beiden Kämpfe ich besser finde. Beide sind wirklich szenaristisch großartig. Also ein wirklich, wirklich würdiger Abschluss. Von Anfang bis zum Ende eine wirklich fantastische Serie. Ich weiß, das habe ich schon häufiger gesagt, das werde ich wahrscheinlich auch noch häufiger sagen, aber gut. Auf jeden Fall, es gibt halt dieses Agni Kai und dabei wird halt die Gesichtshälfte, also die linke Gesichtshälfte von Zuko verbrannt. Also er ist so gesehen gebrandmarkt und wird auch von seinem Vater für diese Anmaßung verbannt. Und naja, weil es noch keinen Feuerlord vorher gelungen ist, den Avatar zu finden, weil der halt im Eis festgesteckt war, ist egal. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht erwähnt, aber meine Güte. Entweder man kennt die Serie oder man kennt sie nicht, aber egal. Ihr wisst ja, wie das war, ne? Ah, was für ein Chaos. Ich schieb das ein bisschen auf die Hitze. So. Weiter im Text. Auf jeden Fall, Zuko wird verbannt und soll den Avatar suchen, um seine Ehre wiederherzustellen. Und lange Zeit denkt er halt, das wäre sein Weg. Und ja, man hat halt diese wunderbare Beziehung zu Iroh, einen meiner Lieblingscharakter. Aber ich werde, glaube ich, auf Iroh nochmal gesondert eingehen. Denn der ist einfach zu großartig, um nicht näher auf ihn einzugehen. Und ja, wir haben halt Zuko, der total zwiegespalten ist. Iroh versucht ihn halt irgendwie auf die richtige Bahn zu lenken oder zumindest auf eine Bahn, wo er sich sicher ist, das ist etwas, was Zuko wirklich, wirklich möchte und nicht etwas, wo Zuko denkt, dass er das machen müsste, weil er will ja eigentlich nur den Avatar finden, um wieder ja seine Ehre wiederherzustellen und zurückzukehren und um halt die Anerkennung wieder von seinem Vater zu bekommen, der ihn so dermaßen schlecht behandelt. Aber naja, wir haben dann auch in der Geschichte von ihm wirklich so die Momente, wo wir dann denken, hey, er ist nicht so schlecht und er geht jetzt in die richtige Richtung. Und dann bekommt Zuko die große, große Möglichkeit, er kann in Ehre zurückkehren als jemand, der nicht ist. Oder er kann versuchen, ein Leben zu leben, was er leben, dass er vielleicht leben möchte, ja, aber wo vielleicht die Unsicherheit zu groß ist. Das klingt nicht nur kompliziert, das ist auch kompliziert. Und das führt zu etwas, was ich so tatsächlich auch nicht kommen gesehen habe, weil ich dachte mir einfach nur, nee, jetzt wird Zuko wirklich gut. Und nein, er verrät nicht nur seinen Onkel Iroh, der immer nur gut zu ihm war. Nein, er verbündet sich mit seiner Schwester Azula und man muss sagen, die hassen sich. Die hassen sich und Azula hat vorher auch noch Iroh und Zuko gejagt und ja, wollte die zurückbringen, damit die wahrscheinlich hingerichtet werden sollen oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so gesagt wird.
Meistens ist es ja in der Regel eher so gefangen nehmen oder wie Itachi, der seinen gesamten Clan entführt hat. Wie der das gemacht hat, wissen wir bis heute nicht. Er muss ja irgendwie reingelaufen sein, alle bewusstlos geschlagen haben, ja, hat sich dann zwei geschnappt, ist wieder raus, hat die irgendwo hingeschafft, kam wieder zurück, hat sich wieder zwei geschnappt. Wie er das gemacht hat, wissen wir nicht. Weiß sicherlich die deutsche Synchronisation selbst nicht. Ja, umso mehr ist es überraschend, dass hier teilweise wirklich an vielen Stellen von Töten die Rede ist. Ich meine, wir hatten das ja mit Aang und Osei, wo wirklich von Töten die Rede war, was beeindruckend ist. Und viele Darstellungen sind auch beeindruckend. Also cineastisch gesehen auch eine super beeindruckende Serie. Sollte man auf jeden Fall immer wieder gucken. Kann ich nur empfehlen. Super schön. Aber ja. Zuko entscheidet sich also ja gegen Iroh und ja gegen eigentlich einen eigenen Willen. Ja, er kehrt dann so gesehen wie ein großer Held zurück und ja, auch wenn man es nicht wirklich hört, Osei ist scheinbar einigermaßen stolz. Wir wissen es nicht. Tatsächlich an dieser Stelle sogar geniales Storytelling, muss ich zugeben. Fällt mir gerade so auf, weil man es von Urzai selbst nicht hört, ja, und nicht wirklich sieht, bleibt da irgendwie trotzdem dieses Monster. Also man hat wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, diesen Charakter so unsympathisch und scheiße zu belassen, wie er ist. Eigentlich müsste man fast schon sagen, das ist konsequent eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Ja. Nur um nochmal hervorzuheben, wie sinnlos 10 Minuten meiner Aussagen zuvor waren. Aber hey, ist okay. Auf jeden Fall, wir haben diese super. Also für mich war das damals wirklich dieser Verrat an Iroh und so. Irgendwo ein Twist. Ja, ich muss sagen, wäre das für Erwachsene gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch so geschrieben. Aber da irgendwie dann noch so im Kopf war, ja, Zeichentrick, Kinderserie, ja, das machen die niemals. Zuko ist jetzt einfach gut. Pustekuchen. Zuko ist nicht gut. Zuko verrät alle. Und verrät eigentlich hauptsächlich sich selbst. Und ja, was er auch in Staffel 3 dann so langsam merkt, ja, dass er jetzt irgendwie so halbwegs die Anerkennung von Urzai bekommt. Ja, er ist in Ehren zurückgekommen. Ja, und trotzdem fühlt er sich scheiße damit. Ja, er hat alles, was er scheinbar immer gewollt hatte, nee, was er haben wollte, so rum. Ja, aber trotzdem ist er nicht glücklich damit. Und er fragt sich halt warum. Und ihm wird erst, ja, von Mal zu Mal klar, dass das nicht sein Weg ist. Ja, sein Weg ist Veränderung. Ja, man merkt immer wieder, Zuko hat eigentlich einen guten Kern, der einfach nur durch schreckliche Familienverhältnisse und viele schreckliche Erlebnisse einfach komplett untergegangen ist. Dabei war es einfach nur, ja, ein Sohn, der geliebt werden wollte, der Anerkennung wollte. Und schlussendlich entscheidet er sich halt gegen Osei und stellt sich diesem sogar entgegen und schafft es auch, den Blitz auf diesen zurückzuschleudern, was übrigens super symbolisch ist, wenn man darüber nachdenkt, weil es einfach zeigt, was für ein Charakter Zuko ist, ja, und was für ein Charakter Aang ist. Das heißt, hier haben wir auch irgendwie das Gegenteil. Ja. Irgendwann mal wird Azula so ein bisschen zum Gegenteil, obwohl Azula. Ich mag Azula, ganz ehrlich, ich mag sie. Ich mag auch ihre manipulative Art, die ist gut geschrieben und ich mag es auch, wie sie teilweise halt dargestellt wird, um zu zeigen, ja, meine Güte, der geht es psychisch auch nicht so besonders geil. Was man am Ende der dritten Staffel nochmal ganz besonders gut sieht. Aber ja, eigentlich ist Aang und Zuko so das perfekte Gegenstück zueinander. Es funktioniert wunderbar. Und man muss halt auch sagen, Zuko und Aang sind die beiden Charakter, Verzeihung, mit der wirklich besten Charakterentwicklung überhaupt. Aber das heißt einfach nicht, dass alle anderen Charaktere nicht so gut sind.
Katara hat beispielsweise auch eine schöne Entwicklung. Ja, von der Wasserbändigerin, die es kaum hingekriegt hat, irgendwas auf die Beine zu bekommen, wenn sie nicht gerade irgendwie wütend war, ja, bis hin zu Meisterin, die sogar Blut bändigen konnte. Und zu keinem Zeitpunkt hat sich das irgendwie forciert angefühlt oder dass die Entwicklung in irgendeiner Form irgendwie unrealistisch gewesen wäre. Generell hat man so das Gefühl, dass keine Entwicklung wirklich in Avatar, der Herr der Elemente, wirklich ja irgendwie unverhältnismäßig oder ja zusammengefügt wirkt, außer halt bei Sosin, weil einfach die Aussage echt hart in Kontrast zu dem steht, was naja schlussendlich passiert ist. Also ich meine, man hätte auch seinen Wohlstand teilen können, ohne dass man mit den Armeen einmarschiert ist. Das geht auch. Also, aber gut, über Sosin haben wir ja schon ausreichend philosophiert. Katara auch ein wunderbarer Charakter. Ja, klar, sie ist auch Love Interest vom Avatar Aang, aber sie wird halt nicht wirklich darauf reduziert. Ja, sie funktioniert so ein bisschen als Plot-Device in Staffel 2. Ja, so nach dem Motto, du musst dich auch von denen, die du liebst, trennen können, damit du den Avatar-Zustand erreichen kannst. Aber war okay, hat auch wunderbar funktioniert. Katara ist ein wunderschöner Charakter, der meines Erachtens nach auch wunderbar als weibliches Vorbild fungieren kann. Ja, sie hat ihre schwachen Momente, sie hat ihre starken Momente. Sie zeigt vor allem, im Gegensatz zu einem Star Wars-Charakter, auf den ich nicht näher eingehen möchte, wie es ist, die Sachen tatsächlich zu lernen und zu versuchen, besser zu werden durch Training. Sowas Albernes, also von so einem Storytelling habe ich auch noch nicht gehört, dass man für Dinge, die man erlernt, dass man, ich weiß nicht, dafür trainieren muss und die nicht einfach einen irgendwie zugeworfen werden oder man es einfach kann. Man merkt einfach, ich bin Star Wars geschädigt. Ich bin richtig, richtig Star Wars geschädigt. Ich kriege keinen einzigen Podcast mehr hin, ohne dass ich über Episode 7 oder 7 bis 9 rede. Egal. Hebt einfach nur mal hervor, was für ein grandioser Charakter Katara ist, weil, hey, Disney, so macht man wirklich eine starke Frauenrolle. Ja, eine Vorbildrolle. Nicht wie in Star Wars. Nee. Nee. Ich glaube, ich müsste mal einen Link in die Kommentare posten, wie andere Leute einen gewissen Charakter wahrgenommen haben und wie Star Wars eigentlich hätte enden müssen. Ah, aber Tyron, falls du das hörst, du hast mir ja ein gewisses Video geschickt, was das besonders gut darstellt. Aber gut, bleiben wir bei Avatar. Ich bin nämlich nicht fertig. Noch gar nicht. Aber ich versuche mich jetzt etwas kürzer zu fassen, weil die sind bald bei 70 Minuten. Aber irgendwie, man kann sich über diese Serie, man kann sich nicht kurz fassen, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall, Katara, wunderbarer Charakter, wo man, obwohl sie so jung ist, sieht, sie muss wirklich einiges dafür tun, ja, um wirklich zu der begnadeten Wasserbändigerin zu werden, die sie am Ende der Story ist. Und ich muss auch sagen, ja, das muss ich einfach jetzt einwerfen, es gibt ja so viele Charaktere, die vorkommen, wo man sich ganz am Anfang denkt, weil es einfach so ein Zeichentrick-Klischee ist von Charakteren, die vorkommen und halt nicht zum Hauptcast gehört. Und zwar, dass das irgendwie Charaktere sind, ja, die sieht man einmal und nie wieder. Ja, sowas gibt es bei Avatar, der Herr der Elemente, wenn es das gibt, nur mit ganz, 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 ganz unbedeutenden Charakteren. Ansonsten, jeder Charakter, der irgendwie eine größere Bedeutung in irgendeiner Folge hatte, der kommt nochmal vor. Oh mein Gott, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich ehrlich gesagt selten. Das muss einfach mal positiv hervorgehoben werden, dass du Charaktere nicht entwickelst als Plot-Device und die dann einfach begräbst. Nein, du bringst sie tatsächlich zurück und sie haben noch irgendeine Rolle. Und
Ja, sie haben nicht unbedingt die größten Rollen, ja, sind nicht unbedingt irgendwie konsequent immer alle wichtig. Aber dass sie überhaupt wieder vorkommen, zeigt einfach nur, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Selbst über diese Nebencharaktere, die teilweise super unwichtig erscheinen. Das ist so unfassbar eigentlich. Und ja, kommen wir zu Sokka. Auch ein wunderbarer Charakter. Er beginnt wirklich wie dieser klischeewitzige Charakter mit ja, Vorurteilen bezüglich der Weltanschauung, weil er halt einfach dort groß geworden ist, im Wasserstamm, wo die Frauen halt zu Hause bleiben und die Männer ziehen in den Krieg. Und diese Vorurteile nimmt er so ein bisschen mit. Aber so im Laufe der Geschichte legt er die immer so ein bisschen ab und er zeigt immer wieder, dass obwohl er im Gegensatz zu allen anderen Charakteren gefühlt, mal abgesehen von Ty Lee und Mai, wo ich auch sagen muss, die haben einen super interessanten Kampfstil. Mai halt mit ihren Fernkampfwaffen da, keine Ahnung, was das ganz genau war, habe ich mir ehrlich gesagt nie angeguckt. Ja, shame on me, aber war auch immer sehr, sehr interessant. Ich meine, klar, die ist auch im Nahkampf gegangen, aber eher so die Fernkämpferin und Ty Lee halt mit dieser Nahkampfkunst, weil sie unglaubliche anatomische Kenntnisse hat, wo sie halt weiß, wo sie Vitalpunkte angreifen kann und somit halt Gegner bewegungsunfähig machen kann. Super interessant. Klar, Sokka hat auch so seine besonderen Waffen, aber er ist kein besonders guter Kämpfer, er kann nicht bändigen, aber trotzdem ist er immer da. Er ist auch nicht unbedingt immer der Mutigste und trotz seiner Angst und dem Wissen im Vergleich zu diesen ganzen Bändigern ist er einfach keine wirklich große Herausforderung. Stellt er sich trotzdem nach vorne und man hat bei ihm halt auch eine wunderbare Entwicklung, ja? Sein Weltbild ändert sich ein bisschen und ja, er lernt halt Suki kennen, also eine Kriegerin der Kyoshi-Krieger. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich und Namen, das ist sowieso schrecklich. Auf jeden Fall, sie ist eine Kriegerin und zeigt ihm auch so, ja, wirklich schon direkt beim ersten Treffen, dass seine Weltanschauung ehrlich gesagt für den Arsch ist. Ja, eine Frau muss nicht zu Hause sitzen, die kann auch als Kriegerin ja in die Schlacht ziehen und es ist auch super, wie die beiden Charaktere zusammen funktionieren. Ich finde es auch tatsächlich ganz gut, dass sie am Ende auch wirklich zusammenkommen. Ich habe jetzt, nur um es klarzustellen, Legend of Korra und die ganzen Comics nicht gesehen. Also ich habe bisher nur der Herr der Elemente gesehen. Von daher, mein letzter Stand ist, die sind zusammen, finde ich auch ganz schön so. Obwohl ich zugeben muss, ich fand das auch tatsächlich mit Ty Lee interessant, dass sie eigentlich immer, wenn sie Sokka gesehen hat, irgendwie so ein bisschen mit ihm flirtet und so. Also das war tatsächlich, das war schon sehr, sehr amüsant. Also, aber ja. Sokka ein sehr, sehr schöner Charakter, der bis zum Ende nichts an seinen Witz verliert und trotzdem eine so schöne Entwicklung hinlegt und ja, am Ende ja, zu einem Anführer wird, was man am Anfang nicht so sieht, weil er wirkt so ein bisschen wie so ein Möchtegern-Typ und so, den man oftmals kennt. Also auch eine wunderbare Entwicklung. Ja, Suki habe ich ja schon erwähnt oder. Ich hoffe, ich habe Suki gesagt. Ich hoffe wirklich, ich habe Suki gesagt. Es kann auch sein, dass ich Yuki gesagt habe. Das wäre dezent falsch. Auch ein sehr, sehr schöner Charakter. Auch wenn er ein bisschen selten vorkommt. Aber auch eine schöne, starke Frau. Beziehungsweise Mädchen. Man muss ja sagen, es sind eigentlich Kinder. Also ich muss zugeben, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn die alle ein bisschen älter gewesen wären. Aber es ist eine Kinderserie und das funktioniert. Auf jeden Fall eine starke weibliche Rolle finde ich besonders wichtig. Ja, gehört einfach in so eine Serie rein und wird hier auch schön porträtiert. Und ja,
Dann haben wir Toph, unser aller Liebling. Also ich habe noch niemanden gesehen, der Toph nicht mag. Also es gibt Videos mit ihr, wo diese ganzen Toph is blind Jokes ja, zusammengestellt wurden, eine Compilation. Und ich weiß nicht, ich glaube, was mir am Toph tatsächlich am besten gefällt, ist, ich meine, klar, sie ist als starke weibliche Rolle geschrieben, ja, die halt super stark in Erdbending ist und später auch noch das Metallbändigen einfach mal erfindet, ja. Super krasser Charakter, ja. Auch overpowered, keine Frage. Aber, ja, wie gesagt, Toph ist blind und sozial auch nicht unbedingt die Beste. Und ja, in den Kämpfen muss sie auch schon mal was einstecken. Ich finde aber besonders gut umgesetzt, wie wirklich alle mit der ja, Einschränkung von Toph umgehen. Ja, es ist nicht so nach dem Motto, ja, wir müssen das jetzt immer wieder so richtig ernst hervorheben. Nee, dass sie blind ist, wird teilweise so aufgenommen in der Serie, dass man darüber lachen kann, obwohl die Blindheit nichts Schönes ist. Aber es wird auch nicht dargestellt, dass es ein Weltuntergang ist. Ja, ich meine, klar, sie ist blind. Ja, das ist natürlich nicht schön. Aber man muss seinen Zuschauern jetzt auch nicht ständig daran erinnern, dass es was absolut Schreckliches ist und so, dass man ja viel sensibler bei dem Thema sein sollte. Dabei finde ich die Art und Weise, wie die Serie damit umgegangen ist, absolut revolutionär und einfach grandios. Ja, wir haben so viele Witze, ja, die damit einhergehen, dass die anderen vergessen tatsächlich, dass Toph blind ist. Beispielsweise gibt es eine Szene, wo Katara und Toph sich streiten und die wollen, ja, also sie schreiben Katara einen Brief von Toph, dass es Toph leid tut, obwohl sie blind ist. Und wirklich keiner von beiden kommt auf die Idee, dass es eine dumme Idee ist. Und als das natürlich nicht funktioniert, sagt Aang noch, wir machen das jetzt einfach umgekehrt. Und wir sagen, also wir machen einen Brief angeblich von Katara an Toph. Aber naja, dann sagt Sokka tatsächlich einfach nur, ja, ich glaube, das läuft etwa auf dasselbe Problem raus. Oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall super lustig und meiner Meinung nach ist es die Art und Weise, wie man mit so, naja, mit so einer mit so einer Einschränkung, Behinderung halt umgehen sollte. Ja, sie ist kein Charakter, der darauf reduziert wird. Es ist nur etwas, was benutzt wurde. Es ist halt auch etwas, was am Ende dazu, also Aang dazu verhilft, Ozai besiegen zu können. Aufgrund der Technik, ja, die Toph dazu benutzt. Ja, indem sie praktisch die Bewegung auf dem Boden spürt, ja, weil sie halt nicht sehen kann, dass das so ein bisschen ihren, Verzeihung, ihren Sehnerv ersetzt. Und das wurde super umgesetzt. Ja, klar, Toph hat jetzt nicht unbedingt den tiefsten Charakter und ja, es ist schon teilweise echt lächerlich, wie stark sie dargestellt wird, aber meine Güte, sie ist trotzdem ein wunderbarer Charakter und zeigt der Welt eigentlich, wie man so ein bisschen damit umgehen sollte. Ja, ich meine, es geht einer Person auch nicht besser damit, wenn man immer so sagt, so vorsichtig, ah, du bist blind, ich muss jetzt unglaublich viel Rücksicht auf dich nehmen. Ja, klar, in der heutigen Zeit sind alle Leute gefühlt so extrem unsensibel, so extrem übersensibel, so rum, ja, dass man gefühlt gar nichts mehr sagen kann, ohne die Befürchtung zu haben, man könnte irgendjemand auf die Füße treten. Aber hier funktioniert das einfach. Ich glaube, wenn die Serie ein paar Jahre älter wäre, würde man es tatsächlich auch so nicht sehen, weil man wahrscheinlich die Befürchtung hätte, das könnte zu negativ aufgefasst werden. Ja, man tut so, als ob Blindheit nichts Schlimmes wäre. Nein, das ist der falsche Punkt. Man tut so, als ob blinde Menschen
Menschen sind. Normale Menschen. Man behandelt sie normal. Das ist eine gute Sache. Und ich kenne viele Leute mit Einschränkungen, Behinderungen. Und ja, die wollen alle normal behandelt werden. Und ich finde es einfach, ehrlich gesagt, ziemlich beschissen, wie man damit umgeht. Natürlich braucht ein Rollstuhlfahrer, ja, wenn er in den Zug einsteigt, jemand, der die Rampe aktiviert, ja, der ihm in den Zug hilft und so. Das ist halt einfach Dinge, die muss man halt einfach machen. Ja, das kann die Person halt einfach alleine nicht. Aber deswegen tue ich, also deswegen tut man auch nicht einfach so, als ob diese Person nur diese Person mit der Einschränkung ist. Es ist eine Person, es ist ein Mensch. Wir behandeln doch einen Menschen wie einen Menschen und nicht wie jemand, der einfach nur auf seine Einschränkung reduziert wird. Das ist doch die falsche Herangehensweise. Aber heutzutage würden das wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr viele Leute falsch verstehen. Die nehmen Blindheit nicht ernst. So blöde Witze können nur von Leuten kommen, die nicht blind sind. Meine Güte. Meine Güte, diese Leute, die sowas sagen, die haben es nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass blinde Menschen oder Leute mit generell mit Einschränkungen wie Menschen behandelt werden wollen. Die wollen nicht auf ihre Einschränkung reduziert werden. Ich meine, wer will schon auf irgendetwas, wofür eine Person nichts kann, reduziert werden? Ja, nur weil ich dauerhafte Spannungskopfschmerzen habe, ja, möchte ich doch nicht darauf reduziert werden. Oder wie mit Samthandschuhen angegriffen wird. Oh, ich darf nichts mehr laut sagen. Er hat ja Kopfschmerzen. Es könnte davon ja schlimmer werden. Ja, natürlich kann es davon schlimmer werden, aber deswegen sollen die Menschen dann doch mir gegenüber nicht anders sein. Ja, der Mensch will wie ein Mensch behandelt werden. Und das zeigt diese Serie perfekt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum diese Serie so genial ist. Und bevor es noch viel länger wird, kommen wir einfach mal zu dem letzten Charakter, den ich besprechen möchte. Und das ist Iroh. Ich weiß, es gibt so viele andere Charaktere, über die ich noch sprechen möchte. Und es tut mir leid, wenn ich über euren Lieblingscharakter, den ihr habt, nicht spreche. Und wenn ich den oder den Charakter nicht erwähnt habe, ist leider sehr, sehr heiß. Und ihr merkt es ja auch schon, wie ich mich oftmals selbst verliere. Von daher versuche ich das einfach irgendwie umzusetzen. Nehmt es mir einfach bitte nicht böse. Aber ja, kommen wir zu Iroh. Ja, ich meine, wenn Iroh häufiger in Staffel 3 vorgekommen wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Iroh mein liebster Charakter ist. Ist am Ende dann doch Aang geworden, einfach weil seine Charakterentwicklung so grandios ist. Und wie er Ozai besiegt, einfach so fantastisch mit seinem Charakter funktioniert. Hat mir einfach sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber ja, wenn Iroh häufiger vorgekommen wäre, dann wäre er bestimmt mein liebster Charakter, weil Iroh ist einfach ein so, so toller Charakter, in dem so viel Weisheit und ja, irgendwie auch Lebenserfahrung steckt. Das hört man wirklich aus jeder Aussage, die er trifft. Und ich habe erst gedacht, Iroh würde für mich zu einem Problem werden, wenn er zu sehr auf diese Schiene geht. Und weil Iroh seine Charakterentwicklung eigentlich schon vor dem Beginn der Serie hat. Weil Iroh war vorher ein erfolgreicher General der Feuernation und hat halt in dem Krieg seine Familie verloren. Während, ich weiß nicht, ob das während der Belagerung von Ba Sing Se war. Auf jeden Fall, Iroh hat dann die Belagerung aufgegeben und kam so gesehen in Schande zurück. Und ja, Iroh hat für sich schlussendlich durch diesen Verlust erkannt, dass dieser Krieg einfach Schwachsinn ist. Ja, dieses ganze Leid einfach nur eine heuchlerische Tat ist unter falschen, ja, wie soll man sagen, unter falschen, nicht unbedingt Voraussetzungen, sondern, jetzt fehlt mir das Wort, falschen, genau. Ihr wisst wahrscheinlich trotzdem, was ich meine. Also, ich meine, Sosen hat damals gesagt, wir wollen den Wohlstand teilen und schlussendlich hat er praktisch allen anderen Nationen, eigentlich auch seiner eigenen Nation, nur Leid gebracht. Weil, ja, ständig müssen alle
in den Krieg ziehen. Und ja, ich meine, Krieg ist auch selbst im Land von demjenigen, der den Krieg am Gewinnen ist, niemals schön. Ja, aber gut. Auf jeden Fall hat Iroh verstanden, ja, dass das alles Wahnsinn ist, dass wirklich nichts auf dieser Welt diesen Verlust irgendwie aufwiegen kann. Und wir haben super viele schöne Momente mit Iroh. Und ja, man erfährt von dieser Charakterentwicklung erst so ein bisschen im Laufe der Geschichte, obwohl diese Charakterentwicklung schon passiert ist, erfährt man erst später davon. Und es ist einfach so schön gemacht. Also Iroh ist ein so, so toller Charakter. Also der hat wirklich sehr, sehr viel Tiefe. Und ich muss auch zugeben, ich war tatsächlich zu Tränen gerührt, muss man tatsächlich sagen, als es die eine Folge in Ba Sing Se gab. Und da muss ich auch einwerfen, der gesamte Story-Arc um Ba Sing Se war so düster, das hätte ich der Serie niemals zugetraut. Also, da musste ich schon gucken, wie düster die Story da wurde. Aber das macht es auch gleichzeitig so grandios. Aber gut, bleiben wir mal bei Iroh, bevor ich den Faden wieder verliere. Da haben wir ja diese eine Szene, wo Iroh halt das eine Kind aufheitert mit diesem einen Lied. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Und dieses Lied bekommt praktisch, als er dem toten Sohn gedenkt, eine komplett andere Bedeutung. Und das ist, ich muss sagen, es hat mich tatsächlich echt getroffen in dem Moment, weil kam so unerwartet, weil der Teil davor war wirklich so leichtherzig geschrieben war. Also es hat sich wirklich so leicht angefühlt, so ein bisschen wie Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, was auch den Grund hat, weil viele der vorherigen Geschichten eher, ja, lustiger, schöner Natur war, weil man sieht ja die verschiedenen Geschichten von den involvierten Charakteren, und das wurde dann auf einmal so richtig, richtig traurig. Das habe ich super unvorbereitet getroffen. Und das ist nur eine der vielen großartigen Dinge, die es bei diesem Charakter zu erzählen gäbe, und oder generell über viele der Charaktere. Und ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch eine Stunde darüber reden. Aber ich glaube, ich würde mich einfach irgendwann mal nur noch wiederholen, wie großartig diese Serie ist. Von daher peile ich einfach mal den Schlussstrich an. Ja, und komme vielleicht einfach mal zu meinem persönlichen Fazit. Und das persönliche Fazit ist nicht weniger, als dass es die großartigste Serie ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Vielleicht sogar die großartigste vielleicht sogar die großartigste Serie, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Und das sagt schon echt, echt viel aus über eine Zeichentrickserie, die sich halt auch an Kinder richtet. Es ist eine wunderbare Geschichte, die erzählt wird. Es ist ein großartiges Abenteuer. Und ich bin persönlich wirklich der Meinung, obwohl ich normalerweise eigentlich gar nicht so der Mensch bin, der Empfehlung ausspricht, aber auch wenn euch vielleicht Zeichentrickserien nicht so interessieren, ja, oder ja, es vielleicht euch von der Thematik nicht so angesprochen hat, gebt der Serie eine Chance. Ich glaube, man kann diese Serie nicht gucken, ohne nicht irgendwie was etwas Positives davon mitzunehmen, weil die Serie ist in so vielen Belangen absolut großartig, dass es mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, mal abgesehen von Osei und Sosin, überhaupt irgendetwas Negatives zu finden. Ja, selbst Charaktere wie Mai, Tai Li und Asula, die ich eher als eher schwach empfunden habe, wurden trotzdem irgendwie interessant vorgestellt und hatten halt auch ihre Momente und haben halt einfach wunderbar gepasst.
Es war halt einfach nicht notwendig, ihnen noch mehr Entwicklung oder Charakter zu geben. Ja, es hat einfach so wunderbar funktioniert. Und ja, ich glaube, das kann man allgemein über Avatar, der Herr der Elemente, sagen. Es ist eine Serie, die hat insgesamt einfach wunderbar funktioniert. Und mit dem Hintergrundgeräuschen und diesem letzten Fazit sage ich einfach mal an dieser Stunde, genau an diesem Punkt, grüßt mir die Sonne und macht's gut.